herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry, meinem Let's Play auf dem Kanal The Northern Way of Life. Ja, es geht weiter zu dem Prediger. Entschuldigung. Deswegen habe ich mir jetzt hier mal ein Fahrzeug vom goldenen Pfad geschnappt, um ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Ja, eigentlich wollte ich ja schon vor 3 Folgen da bei diesem Prediger sein. Das hat aber leider nicht ganz so geklappt. Dann braucht man ja auch immer noch so diese... Diese grünen Pflänzchen. Mittlerweile kann ich auch mit anderen Pflanzen was anfangen, aber die grünen Pflänzchen sind halt die besten. Weil die bringen halt Leben. Also mit 2 grünen Pflanzen kann ich halt eine Spritze machen. Und das ist ja jetzt auch nicht... das habe ich halt gern. So, ne? Spritzen sind halt deutlich schneller, als sich halt da großartig lange zu verbinden. Robbie Ray Runner vom Sender Falskühl. Bayern, nicht Umerziehungslager, Zwangsarbeit, Polizeigewalt, Bürgerkrieg. Das sind keine guten Zeiten, meine kroatischen Brüder und Schwestern. Aber wer ist verantwortlich für unsere Misere? Paganin. Sagen wir es ganz offen, reden wir über den Elefant im Porzellanladen. Paganin, ja, sein Name klingt wie der einer Katastrophe. Oh, Scheiße, ja. Paganin, er sieht aus, als hätte er irgendwie. Diesmal kann ich noch nicht mal sagen, dass er schuld war. Paganin, er sieht aus, als hätte er einen metrosexuellen Zuhälter ausgeraubt. Ja, er ist der psychotische Irre, der den Anführer des goldenen Pfades ermordet hat und nun alles tut, um unser stolzes Erbe als Wagensöhne und Töchter Kyrans auszulöschen. Aber wisst ihr was? Wir sind noch hier. Wir sind immer noch hier und der goldene Pfad. Wollen wir auf die Karte gucken? Weil ich habe das Gefühl, ich bin schon, ja. Ist natürlich, da ist der Flusslauf, da könnte man vielleicht noch... Tja, mal gucken, ob man nicht hier einfach querfeldein nach oben kommt. Oh, Schweine. Schweine sind jetzt nicht ganz so gefährlich. Schön locker bleiben. Ja, immer schön mit den Ästen durchs Gesicht ziehen. Das gibt sexy Narben. Wo stromen die? Oder hier oben? Worauf schießen die? Auf diesen Tab hier. Ich hab dumme Gedanken, das kann ich dir sagen, ne? Noch mehr Schweine. Die Soldaten haben mein Lager zerstört. Beschützt die Ware? Beschützt dich selbst? Los! Nein, 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 nein! Da, mal gucken, was es heute gibt. Ob ich schon wanderte im finstern Tal des Tages. Habe ich noch nie gehört, diesen Spruch. Fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Psalm 23, Vers 4. Wie schön, dich zu sehen, AJ. Willst du Gottes Werk verrichten? Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, AJ. Ich fürchte Böses. Nicht Böses von anderen Menschen, denn damit kann ich schon umgehen. Nein. Es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Du meinst die Diamanten? Ja! Ne? Und das Blut des Lamms wäscht alle Sünden fort. Doch um mich verständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden in Kerat. Und wir müssen sie aufspüren. Findet zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm bis zu einem Gewölbe.
Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht: Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Ja, dann machen wir uns mal auf die Suche nach einem Schaf. Ne? So, das Ziel ist so ungefähr 400 Meter weit entfernt. Wow! Wir sollten aber nicht vielleicht unbedingt direkt dahin fahren. Folge den Schmuggler zu seinem Ziel, ohne bemerkt zu werden. Und ohne dich zu weit von ihm zu entfernen. Dann töte ihn und nimm ihm den Schlüssel ab, um an den Blutdiamanten ranzukommen. Boah, es wird schon gut gehen. Schon noch ein bisschen weit weg, ne, würde ich sagen. Ich glaube, ab jetzt muss ich wohl hier kann ich hochklettern, das ist schon mal ganz schick. Ja, jetzt noch dieser blöde Mistviech da. Na, wo ist er? Alter! Das ist halt. Ich wollte gerade auf das Vieh schießen. Och Mann, ey, das ist doch zum Kotzen. Hallo? Das war wirklich so eine richtig schöne Kacke. Ich wollte gerade auf diesen Adler schießen, der nimmt da seine Hand weg, um sich zu schützen. Oh, ey, das ist die Geschichte mit den Adlern. Geht mir ein bisschen auf den Sack, so langsam. Weil es einfach auch so ein bisschen nicht ausgereift ist. Ich meine, letztendlich ist es ja... Ich meine, irgendwo ist es auch cool, weil du halt... ja, aus dem Konzept gebracht wirst und du kannst halt deinen Plan nicht immer so hundertprozentig durchziehen. Das ist eine gute Sache, aber... Und ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen geskriptet, ne? Dass ausgerechnet die beiden Typen da stehen, wo ich da jetzt mit der Waffe schieße und so. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber... Es kommt einfach zu oft vor. Du wirst einfach zu oft aus deinem Konzept gebracht. Und das halt irgendwie auf manchmal sehr unfaire Art und Weise, weil ich hatte die richtige Waffe, ich wollte gerade schießen. Und natürlich warte ich halt, bis der Adler so nah rangekommen ist. Dass er auch wirklich alle Kugeln abkriegt. Und wenn er dann halt genau in diesem Augenblick halt wegzieht, dann ist er schon sehr nervig. So, hier ist irgendeiner gestorben und er hat irgendwas zu sagen, deswegen lese ich das jetzt mal vor. Lieber Bruder, es ist schön von dir zu hören. Mir ist
klar, dass die Lage zwischen uns recht angespannt ist. Natürlich werde ich dich treffen, aber wir müssen sehr diskret sein. Depleur hat mich vom Corporal zum Corporal ernannt und ich darf nicht mit dir gesehen werden. Ich nenne einen sicheren Ort. Eine Höhle, nicht weit von der Teefabrik entfernt. Wir treffen uns dort Dienstagnacht. Dein Bruder Satish. Okay. War wohl doch nicht so sicher. Wollen wir hochklettern? Nein. Ja. Aus Versehen auf Y gekommen. Ich hab echt große Lust, ganz Kyrat vogelfrei zu machen. Gas. Ist doch geil, dass inzwischen dem Schmuggler und mir ist irgendwie so eine Patrouille von irgendwelchen Soldaten, wenn ich das richtig erinnere, sehe. Ja. Scheint aber auch so gewollt zu sein. Sollten Schmuggler töten? Na gut. Ist er jetzt irgendwo angehalten oder ist er jetzt? Cool, wie die Bäume so gewackelt haben. Du
einfach weg. Na? Gehst du nach vorne, dann schieße ich dich. Gehst du nach hinten? Alter, das gibt's ja gar nicht. Dreimal mit der Scheiß-Rumpfeln auf ihn rauf. Das ist doch echt nicht... Was war das denn? Was war das für eine dumme... Was war denn das jetzt? Naja, was soll ich sagen? Die Folge ist vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich habe viermal mit der Schrotflinte auf ihn geschossen. Möchte ich nochmal sagen. Wir sehen uns am nächsten Tag. Oder am nächsten Montag. Hoffe ich jedenfalls. Und tschüss, euer Digi-Head.